Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Ich zeige euch ein paar Produkte von Avon und ich zeige euch die aktuelle Avon-Broschüre. Ich zeige euch ein paar Angebote und ein paar Tipps von mir aus der aktuellen Broschüre, die vom 30.04. bis zum 20.05. jetzt noch geht. Also ihr könnt bei avon.de bestellen. Ich mache euch die Links auch alle in die Beschreibung. Ihr könnt versuchen, da anzurufen. Jemand hat das gemacht und hat wohl die Broschüre kostenlos bekommen. Das wäre natürlich toll. Ich hoffe, das klappt. Wenn ihr euch da meldet, ruft da einfach mal beim Kundendienst an oder versucht da mal irgendwie auf die Seite zu gehen, Kontakt und dann euch vielleicht eine E-Mail zu schreiben oder so und mal anzufragen, ob ihr da eine Broschüre bekommt. Wie gesagt, meine Kunden bekommen die natürlich kostenlos und wenn ihr Produkte bestellt bei Avon, dann bekommt ihr natürlich auch die aktuelle Broschüre kostenlos immer mitgeliefert. Also nur beim ersten Mal müsst ihr sehen, wie ihr sie bekommt. So, wie gesagt, so sieht die Broschüre aus und jetzt schlage ich sie mal auf. Ich habe mir so Zettelchen gemacht, also wie gesagt, ich möchte betonen, ich muss betonen, so dick ist die. Ich kann euch nicht alles zeigen. Avon hat 1 Million Produkte, alles Mögliche, ihr wisst das ja auch schon vielleicht. Nagellack in verschiedenen Varianten und Variationen, dann Hautpflege, Reinigung, Gesichtsreinigung, Cremes für alt, für jung, Schminke für alt und jung, Modeschmuck, Handtaschen, Unterwäsche, manchmal Hosen, manchmal Kleider. Also ich weiß gar nicht, was noch alles. Also alles Mögliche, alles Mögliche. Und so ein bisschen zeige ich euch ja immer in meinen Broschürenvideos. So, wenn ich die Broschüre jetzt aufschlage, dann kommt als allererstes ein neues, also relativ neues Produkt bei Avon. Das sind Lidschatten und das ist Mascara. Dazu gibt es auch passende Hautpflege. Und diese Produkte zeichnen sich aus dadurch, dass sie vegan sind, ohne Alkohol, ohne Duftstoffe, Allergie getestet und klinisch getestet. Das ist natürlich auch wichtig. Ja. Ich finde, die sind nicht gerade günstig. 17 Euro für einen Lidschatten, das ist schon... Das ist schon was. Ich hatte sie für eine Freundin bestellt und sollte sie dann mal swatchen, sollte sie mir mal anschauen. Das habe ich gemacht, natürlich mit Q-Tip. Ich mache auch jetzt zu dieser Zeit keine Unboxing-Videos mehr. Aber ich durfte dieses Produkt einmal testen auf ihren Wunsch und habe das halt mit einem Q-Tip gemacht und habe dann vom Q-Tip auf die Hand geswatcht. Und ich kann euch sagen, ja, das Auge geht wieder los, kaum ist die Kamera an, dreht das Auge. Ich kann euch sagen, das war kein schlechtes Produkt. Die Pigmentierung von den Lidschatten hat mir sehr gut gefallen. Es ist ein Produkt, was ich weiterempfehlen würde. Ich finde es 17 Euro, also da würde ich euch eher das Set empfehlen, 27 Euro mit Mascara. Aber wie gesagt, das ist unterschiedlich. Es gibt Leute, für die, die sagen, nö, ich möchte was Gutes haben, das ist bestimmt ein gutes Produkt, aber 17 Euro eine Farbe, das ist natürlich, ja, das müsst ihr wissen. Dann auf der nächsten Seite, warte mal ganz kurz, auf der nächsten Seite gibt es dann auch wieder von dieser, wie nennt sich das jetzt, von dieser Marke, gibt es dann auch ein Puder in verschiedenen Farben. Und das hat natürlich die gleichen Vorteile, vegan, ohne Alkohol und so weiter. Und dann noch auf der nächsten Seite gibt es dann auch dazu passende Pflegeprodukte. Also Tagescreme, Nachtcreme und so weiter. Also wem das da gefällt, der kann gerne in die Broschüre reinschauen. Dann habe ich mir eine Notiz gemacht. Von neuen Düften, die fand ich ganz toll. Da kann man ja, in der Broschüre gibt es ja immer sowas zum Reiben. Da kann man reiben und dann kann man dran riechen. Und das roch sehr gut und deswegen zeige ich euch das. Das ist einmal Rose Vanille und eine Lilie Moschus. 13 Euro. Eau de Toilette Spray. Also kein Parfüm.
Dann, Leute, brauchen wir ja jetzt, wenn wir uns 3 Millionen Mal die Hände waschen, natürlich eine Handcreme. Auch hier konnte man reiben, konnte dran riechen und es roch sehr, sehr gut. Ich finde, das ist auch irgendwie so ein voll das schöne Produkt und für 1,39 macht man nichts verkehrt. Die Handcremes, die sind gerade bei den Leuten in der Pflege, also bei meinen Kollegen, super beliebt, werden immer wieder nachbestellt. Auch bei den von den Kindergärtnerinnen wird immer wieder nachbestellt, weil die einfach schnell einziehen und sehr pflegend sind. Ja, dann kommt Gel-Nagellack in ganz vielen tollen, schicken, schönen, frischen Farben für 3,29 Euro. Ich habe mir Kreuze gemacht, weil die 3 musste ich bestellen für meine kleinen Mädchen. Oh, schuldig, das geht immer los, wenn die Kamera an ist. Und zwar habe ich einmal Blew Me Away. Das ist diese Farbe. Das ist so eine schöne, schöne Farbe. Guckt euch das mal an. Und ich werde euch das demonstrieren. Viele geben ja immer so viel Geld aus für diese Essie-Nagellacks. Wo mache ich das jetzt mal? Auf welchen Finger? Ich nehme mal den Mittelfinger. Das tropft schon. Ich muss ja einmal abstreichen. So, ich zeige euch das jetzt mal. Ich kann das ja jetzt schlecht. Kann ich das so machen? Ich versuche es mal mit meinem Äuglein. Oh Gott, ich wackel hier rum. Nur, dass ihr das mal seht. Gel-Nagellack hält ein paar Tage. Und er hält ganz lange, wenn man dann noch einen darüber macht. Vielleicht habe ich jetzt nicht so hundertprozentig gemalt, aber guck mal, einmal kurz aufgetragen, tolle Farbe. Nicht 10 Euro, sondern 3,29 Euro. Und das sage ich nicht, weil ich Ahrungsberaterin bin. Ich habe nichts davon, wenn ihr bestellt, sondern ich finde einfach erstmal eine ganz, ganz tolle Farbe. Und dann finde ich einfach die Produkte toll. Ich finde die, ich stehe jedes Mal vor diesen Essie-Nagellacks bei Rossmann und denke so, ich möchte mir kaufen. Aber jedes Mal denke ich so, nee, mach ich nicht. Ist mir zu teuer, ist mir einfach zu teuer. Ich habe bei Avon wirklich, glaube ich, das Nonplusultra, ich brauche da nicht noch mehr. Und jetzt mache ich euch den Weißen auch nochmal rauf. Also Weiß ist nicht so meine Farbe, ich mag Weiß nicht so sehr gerne. Aber ich mache es mal einmal für euch. Ich finde mal, so milchige Nagellacks mag ich sowieso nicht so sehr gerne. Ich finde mal, es sieht so ein bisschen komisch aus. Aber meine Mädchen haben die ausgesucht. Bei Weiß muss man sich ein bisschen mehr Mühe geben. Ich finde weißen Nagellack schwierig aufzutragen. Und der braucht natürlich eine Weile, bis er trocknet. So. Habe ich für meine Mädchen bestellt oder die haben sich das ausgesucht. Habe jetzt ein bisschen drüber gemalt, weil ich das hier jetzt auch schnell mache. Aber ich will euch nochmal zeigen, wie schön die abdecken und wie gut die aussehen. Jetzt, ne, den hatte ich ja schon. Jetzt noch eine Farbe. Ja, viele sagen jetzt, ah, voll schön. Und ich sage immer so, ich mag nicht so gerne. Dann mache ich mal jetzt auf den Zeigefinger rauf und dann habt ihr alle Farben gesehen. Und wie gesagt, dann seht ihr auch gleich, da braucht man nicht viel Farbe. Ich mache das hier so im Stehen, ich bin hier gerade so voll am Pinsel. Und dann mit ohne Brille. Ich brauche jetzt schon eine Brille für den Nagellack. So weit ist es schon mit mir gekommen. Auch wenn ich was nähen muss, ne, für die Mädchen. So, ich mache mal auf schnell. Eigentlich macht man das ja mit Liebe, ne? Ganz in Ruhe. Aber jetzt wird es noch schlimmer. Eben war gut und jetzt ist es noch schlimmer geworden. Oh, nee, du. Das könnte man noch schöner machen. Also es ist nicht Schuld des Nagellacks, sondern nur Schuld von mir, weil ich mir hier keine Mühe gebe. So, jetzt geht's besser. Das ist die Farbe. Wie hieß sie noch gleich? Freshly Minted. Also das ist Freshly Minted. Das sind die 3 Farben, die ich bestellen musste für meine Mädchen. Das sind so, ja, also den blauen, ne, den, wie es aussieht, den blauen, den da, den finde ich richtig, richtig, richtig gut. Richtig gut. Den mache ich mir, glaube ich, auf die Füße. Das finde ich schön. Ja, jetzt muss ich natürlich aufpassen bei der Broschüren-Durchblätterei.
Als nächstes sind die Lidschatten von Avon im Angebot, 7,49 Euro. Die Lidschatten zeige ich in meinem Favoritenvideo, welches ich euch verlinke. Habe mich auch heute geschminkt mit der Braun. Dann ein schöner Duft, Persive. Diese drei Düfte, die mag ich total gerne. Finde ich voll toll. Ach, da unten kann man wieder reiben. Und für 14 Euro im Angebot, falls ihr euch mal einen frischen Duft kaufen möchtet. Also bei Avon ist das unterschiedlich. Manchmal hast du so richtig schwere Düfte. Der hier zum Beispiel, der ist neu. Den finde ich richtig toll. Oh, der ist so mega. Erstmal ist die Flasche voll schön. Der Preis ist dann natürlich auch für fast 35 Euro. Aber das ist dann auch wirklich ein Duft. Den kann man schon fast mit Douglas-Düften vergleichen. Obwohl es ja immer noch ein günstiger Preis ist. Aber die Düfte sind bei Avon manchmal echt richtig toll. Also wo ich dann wirklich angesprochen werde, warum ich so gut rieche. Ist wirklich so. So, hier, das ist mein Lieblingsduft. Dieses Set fand ich toll. Da habt ihr alles dabei, was ihr braucht, um gut zu riechen. Und für 20 Euro kann man ja auch für sich kaufen. Dann kann man was verschenken noch, beispielsweise das Spray oder so. Also das ist beispielsweise mein Lieblingsduft, falls euch das interessiert. Pur Blanca. Dann habe ich ein Produkt von Avon geschenkt bekommen, das hier in der Mitte. Ja, da kann ich so gar nichts zu sagen. Das wäre jetzt auch nichts, was ich mir bestellen würde, weil ich schon den Flakon gar nicht so schön finde. Und da bin ich ja mal ehrlich. Guck mal, irgendwie ist das nicht so meins. Es sieht irgendwie so traurig aus. Irgendwie so, ne? Guck mal. Das ist irgendwie so, jetzt weiß ich auch nicht, ich will es ja nicht so schlecht machen. Das sieht irgendwie so aus, wie als wenn das so, wie bei so einer Oma. Nee. Also, es ist nicht mein Geschmack. Ich finde, da gibt es echt schönere. Guck mal, hier. Sowas wollen wir uns hinstellen. Das ist auch von Avon. Das finde ich voll schön. Aber sowas. Nein. Er kann noch überzeugen, jetzt, wenn er gut riecht. Also nennt es mir auch egal, wie er aussieht. Hauptsache, er riecht gut. Das ist irgendwie was mit Vanille. Vanille-Rose. Boah. Okay, also kauft ihn euch, aber er riecht genauso, wie er aussieht. Ohne. Nee, also das ist, also, okay, also wenn ich sowas habe, dass ich so Düfte habe, die mir so gar nicht zusagen, dann verschenke ich die auch nicht, so bin ich nicht. Nee, also dann stelle ich die bei mir auf Toilette. Ja, die kommen dann immer auf Toilette, ihr wisst schon warum, und manchmal sprühe ich dann auch so ein bisschen die Handtücher ein oder so, dass es einfach gut riecht in dem Raum. Also dafür geht es dann natürlich, also so schlimm ist es auch nicht, dass der Raum nicht mal mehr danach riechen darf, aber ansonsten, also nicht an mir dran, also ich will damit nicht einkaufen gehen. Nee, so schön ist der nicht, nee, also das so. Aber ich bin da auch vielleicht ein bisschen komisch. Bei mir müssen Düfte auch hübsch aussehen, also ich lege ganz großen Wert auf hübsches Aussehen bei Düften. So, jetzt habe ich auf der Seite 58 noch was Hübsches. Ich fand das irgendwie voll ansprechend. Ist auch ein neueres Produkt. Und ich fand das irgendwie so schön, wie das so aussieht. Und ich lese mal ein bisschen was dazu vor. Haben Sie empfindliche Haut, rote Flecken und Reizungen, Spannungsgefühl nach der Reinigung, Überempfindlichkeit auf der Haut, vorher, nachher? Also danach habt ihr es nicht mehr, sagt Avon. Ich sag das nicht. Mit Chia-Pflanze, Vitamin E und Kurkuma. Wenn ich so komisch gucke, liegt es an meinen Augen, nicht an dem Produkt, weil ich ja nicht richtig lesen kann ohne Brille. Davon gibt es ein Peeling, ein Reinigungsgel, ein Micellen-Reinigungsgel, ein Micellen-Gesichtswasser, ein feuchtigkeitsspendende Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 20 und Micellen-Reinigungstücher. Und die Preise sind echt in Ordnung. Und wie gesagt, bei mir entscheidet ganz oft das Aussehen. Der Inhalt ist egal, Hauptsache sieht gut aus. So, dann machen wir mal weiter. So, dann gibt es das nächste, auch nochmal in Gold. Mit Haferextrakte, also guckt da ruhig mal rein. So, in die Broschüre meinte ich. So, ihr Lieben, dann habe ich auf der Seite 62 ein Produkt, was ich zeigen kann, was ich ausprobiert habe, um es euch zu beschreiben, wie es ist. Und ich brauchte einfach was für mich, für die Gesichtsreinigung. Und dann habe ich mir beim letzten Mal was Schönes gekauft. Und ich liebe Schaum.
Und auf diesen beiden Seiten seht ihr zwei Produkte, zwei verschiedene Produkte. Da hat man einen Reinigungsschaum, eine Creme und auf der anderen Seite auch noch mal was. Ich lese das gleich mal vor. Ich will euch das nur einmal zeigen, dass ihr euch die Preise und die Produkte einmal in Ruhe anschauen könnt. Die Preise sind völlig in Ordnung, finde ich. Und ihr wisst ja, ich bin da eher immer so ein bisschen geizig. Und zwar die grüne Variante ist für fettige bis Mischhaut. Weidenblätterextrakt, Vitamin E und Reisprotein. Davon gibt es einen mattierenden Beauty-Balsam, also so eine Tagespflege mit ein bisschen Farbe, ölfreie Tagescreme und einen Reinigungsschaum. Den zeige ich euch gleich. Und auf der anderen Seite ist es dann für normale, das hier ist für normale, teils fahle Haut mit Papaya, Vitamin E und Kurkuma. Könnte man mal ausprobieren. So, ich habe hier Platzprobleme. Bleibt da liegen, nicht runterfallen. Mal Platz machen hier. So, ich habe dieses Produkt mir bestellt, habe das jetzt so dreimal ungefähr ausprobiert, habe mir damit abends das Gesicht gereinigt mit meinen Tüchlein. Wo sind sie? Ach, wir sind gerade in der Wäsche. Ich habe ja diese von Rossmann, diese Molton-Tücher für Babys, habe ich mir zerschnippelt, habe die dann immer hier liegen und frisch gereinigt natürlich. Und dann nehme ich die immer fürs Gesicht und dann brauche ich nicht so viele Tücher in den Müll schmeißen, sondern dann spart man ein bisschen Müll für die Umwelt. Und ich finde das auch einfach schöner mit so einem Tuch als jetzt mit so einem Reinigungstuch. Ich mag das lieber. Und dann wasche ich mir schön das Gesicht damit. Und das ist ein Schaum und den kann ich euch guten, ich habe Angst gehabt, dass es in die Kamera spritzt, guten Gewissens weiterempfehlen. Wie gesagt, Schaum ist total schön, es lässt sich super gut verteilen auf der Haut. Damit könnt ihr so richtig schön euer Gesicht reinigen. Das riecht total schön. Ja, es riecht total schön, total schön. Das macht richtig gute Laune. Ich mag das total gerne. Im Sommer brauche ich immer so frische Produkte, im Winter lieber so schwere Vanilledüfte und im Sommer so frische, leichte Produkte. Guck mal, Nagellack ist noch fast drauf. Da habe ich Glück gehabt. Ja, also ich finde das... Finde den richtig schön, den kann ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Und ich habe empfindliche Haut, es ist nichts passiert mit meiner Haut. So, stelle ich wieder zurück. Dann machen wir mal weiter in der Broschüre. Ja, dann gibt es was für die Augen, dann gibt es wieder diese tollen Perlen. Und da wollte ich euch sagen, das habe ich auch gezeigt in meinem Video, da wollte ich euch unbedingt darauf hinweisen, und das schreibe ich auch wieder in die Beschreibung, der Giacomo, Maxim Giacomo, der hat ja einen großen Kanal, also der ist ja schon so ein bisschen berühmt. Und der, also Avon hat auch einen Kanal, der ist jetzt nicht so weltbewegend, aber ab und zu schminken sich da so ein paar Berühmtheiten und das Video verlinke ich euch mal, weil da hat er Avon-Produkte benutzt. Hier, ja. So, für die Lippen auf der Seite, ich sag's euch, 100. Dürft ihr nicht verpassen, falls ihr sie noch nicht habt. Die tolle Foundation und das tolle Puder. Foundation für 13,29 und das Puder für 11,99. Es lohnt sich. Also da habe ich keine Hemmung, euch das zu empfehlen, weil das finde ich einfach nur toll. Glimmersticks für 3,99 und die hellen. Die hellen Glimmersticks könnt ihr für hier drinnen benutzen. Für, also nicht Augeninnenwinkel, aber so hier bis zur Mitte und da oben bis zur Mitte. Sieht ganz schick aus, müsst ihr mal ausprobieren. Gibt es in allen Varianten, schön mit Glitzer oder ohne Glitzer. Das ist egal, für jeden ist was dabei. Schaut in die Broschüre. Hier nochmal, wo ist er? Wo ist er ganz genau? Also hier gibt es so verschiedene Sprays, die finde ich auch ganz toll. Für die Pflege, für Schimmer. Und da ist auch wieder dieses leichte Selbstbräunungsprodukt dabei. Habe ich jetzt was übersprungen? Ich nicht, wunderbar. Gutes Mädchen. Gutes Mädchen. Badeschaum, wisst ihr, ne? Avon hat immer Badeschaum. Voll schön, wie das riecht. Oh, wer gerne badet, der muss mal den Badeschaum von Avon probieren. Die sind so toll, die dürft ihr, wollt gar nicht mehr raus aus der Wanne. So, dann das hier. Das habe ich immer noch nicht ausprobiert. Das soll ja so toll sein, dass es die ganze Hornhaut vernichtet. Das sind wohl so Strümpfchen oder Socken. Ich weiß selber gar nicht, wie das funktioniert. Habe eine Kindergärtnerin gefragt, warum kaufst du das? Und sie sagt so, das ist so toll. Da liegt die ganze Hornhaut, liegt dann ja nicht
auf den Fußboden, aber du hast danach keine Hornhaut mehr. Ich würde das gerne mal ausprobieren, aber eine Stunde müssen die Söckchen anbleiben. Ich nehme es mir so oft vor, aber ich mache es einfach nicht. Ich muss mich selber mal dazu zwingen. Im Sommer trage ich nur Flipflops, also da muss ich es mit Sicherheit machen. Ja, ein schönes Produkt, wird immer wieder nachbestellt von der Kundin, also scheint ganz gut zu sein. Und Avon hat ganz viele Fußpflegeprodukte und eine Sache kann ich euch zeigen. Also sie haben nicht nur das, sondern die davor, die Seiten und dahinter gibt es auch Fußpflegeprodukte, die schön sind. Und wie gesagt, die ziehen schnell ein. Man fliegt nicht hin, wenn man danach sich einen Kaffee holen will in der Küche und flutscht da durch die Gegend, sondern die ziehen ganz gut ein. Also braucht nicht 10 Jahre, kann man auch mal schnell vor der Arbeit machen. Das hier habe ich da, das ist mit Ananas und Teebaumöl. Und das zeige ich euch nochmal. Es ist immer schön, wenn man so ein bisschen was zeigen kann, was man da hat. Also, eine Fußpflegecreme. Und ich finde, Ananas und Teebaumöl ist irgendwie eine gute Mischung, ne? Teebaumöl sowieso finde ich immer toll. Dann so ein Spray. Das sind auch günstige Produkte. 2 bis 3 Euro. Und ein Scrub, also ein Peeling für die Füße. Also erst das Peeling, dann die Creme und danach oder davor oder zwischendurch oder die Schuhe damit einsprühen. Fertig. Ist auch ein schönes Set, finde ich, so zum Verschenken. Kann man ja auch mal, ne? Jemandem was schenken. Man kann ja auch mal was verschenken, ne? So. Ach ja. Wollte ich euch auch noch mal schnell zeigen, auf der Seite 215 gibt es wieder diese Sun-Produkte. Hier ist wieder die Creme im Angebot für 4 Euro etwas. Hier noch mal ein, hier gibt es Bräunungsbeschleuniger, die brauchen wir vielleicht noch nicht, aber könnte man schon mal auf Vorrat holen. Und ein Selbstbräuner für etwas vorgebräunte Haut. Und für danach gibt es auch noch Produkte. Dann, wenn ihr, manchmal bestellt man ja was und möchte dann den Versand kostenlos haben, da weiß ich gar nicht, wie Avon das handhabt. Aber manchmal braucht man noch so eine Kleinigkeit oder man hat Lust, jemandem eine Freude zu machen. Und ich fand das einfach so niedlich, dass ich euch das unbedingt zeigen wollte. Von den Minions. Ist extra für Jungs und für Mädchen. Das sind Sprays, das ist Schaum. Also Schaum. Schaum. Nee, Schaum nicht. Da gibt es ein Set für Mädchen und ein Set für Jungs. Da ist ein... Sorry, aber ich brauche meine Brille. Duschgel, Shampoo und... Also so Kolonie, so ein bisschen Duft. Ganz niedlich. Für 10,99 Euro. Oder ihr kauft das halt einzeln für 5 Euro. Oder Lippenbalsam für 2,60 Euro. Mit so einer kleinen Mausi da drauf. Guck mal. Süß, ne? Niedlichkeit. Und dann muss ich euch noch was zeigen. Guck mal, für die etwas größeren Jungs gibt es auch wieder ein Set für 10,99 Euro. Und dann natürlich die Eisprinzessin-Produkte. Und was ich so süß finde, ist das hier. Für 5 Euro diese beiden kleinen Pinsel, Schminki-Pinsels. Ist das nicht niedlich? Da ist nochmal eine Bürste. Ich finde das so süß. Und das ist echt ein guter Preis. Also das ist aber nicht immer zimperlich. So, und da gibt es auch für Kinder natürlich Sonnenschutz. Das war's. Mehr habe ich nicht, was ich euch zeigen kann. Erzählen kann es noch drauf. Ja. Ist ganz gut. Also, welche Farbe mögt ihr denn am liebsten? Ich mag das Blaue am liebsten. Finde das voll schön. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann ab zur Avon, bestellt euch was Schönes und berichtet mir. Und ansonsten macht mir gerne einen Daumen nach oben, dürft mich auch kostenlos abonnieren, dürft die Glocke einschalten, dann klingelt es immer, wenn ich wieder da bin. Bei Instagram bin ich auch jetzt immer wieder öfter mal, ich übe das gerade, wie das geht mit den Stories. Und ja, wie gesagt, da mache ich dann ganz oft rein, wenn ich mir was Neues gekauft habe. Meistens mache ich ja das Video dann dazu etwas später, aber bei Instagram ist meistens immer alles so der aktuelle Stand oder was ich... Na, was ich gerade mache, mache ich eher nicht so. Aber wenn ich mich jetzt gerade so schön geschminkt habe und denke immer so, oh, das ist ja ganz gut geworden, habe ich gerade ausprobiert, dann berichte ich das so ein bisschen bei Instagram. Und dann fotografiere ich das immer ab, was ich benutzt habe, falls das jemand nachmachen möchte. So, nun habe ich aber genug gequatscht. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund. Und schreibt mir gerne was in die Kommentare, wenn ihr mal was sehen möchtet von Avon, was euch ganz besonders interessiert. Wenn das für mich auch passt, dann bestelle ich das gerne für euch. Also, bis dann. Habt euch alle lieb. Bis dann. Tschüss.